Die meisten der in der Wiener Werkstätte gefertigten Gegenstände wurden mit diversen Punzierungen versehen. Mit der Schutzmarke der Wiener Werkstätte, dem Monogramm des Entwerfers, dem des ausführenden Handwerkers und bei Silber mit der Silberpunze. Die noch vorhandenen Gegenstände aus dieser Schaffensperiode befinden sich heute teils in Museen, teils in Privatsammlungen. Einige wenige sind noch im Kunsthandel erhältlich und genießen international höchste Wertschätzung. Josef Hoffmann ist für unsere Generation doppelt bedeutend. Er ist nicht nur ein Lehrmeister stilistischer Natur, sondern insbesondere seine Vorgangsweise, seine Projektdynamik. Was mich an Hoffmann besonders fasziniert, ist die Intensität, mit der er kleine Dinge, den kleinen Maßstab gestaltet, intensiv gestaltet und daraus das Reservoir für den Großen schöpft. Das heißt, die gebaute Architektur ist bei Hoffmann, und das ist meine Lektüre, das Ergebnis seiner intensiven Auseinandersetzung im Bereich der kleinen Dinge, das ist die Einrichtung, das sind Stühle und das sind seine Objekte. Etwa 100 Mitarbeiter hatte die Wiener Werkstätte im Jahre 1905. Davon waren 37 Handwerksmeister. Zu den für die Entwürfe Verantwortlichen gehörten neben Josef Hoffmann und Kolo Moser auch Otto Putscher und C.O. Zeschker ab ca. 1904, Eduard Wimmer-Wiesgrill und Berthold Löffler ab 1907 und Dagobert Peche ab 1915, um nur die wichtigsten zu nennen. Auch arbeiteten Künstler wie Gustav Klimt, Orlik, Hanak, Oskar Kokoschka und Egon Schiele als freie Mitarbeiter.